Herbst 89. Revolution in der DDR. Selbst die Grenzsoldaten scheinen irgendwie befreit. Ihr Kommandoton ist auf einmal Geschichte. Man ringt nicht nur, man redet auch miteinander. Ich weiß, dass du DDR-Bürger bist. Ihr seid genauso gerne empfangen. Ja. Kommt rüber. Und darum verstehe ich nicht, dass du uns so beschimpfst. Du hast mich schon teilweise sehr beschimpft. Du hättest mit mir reden können. Du bist nicht DDR-Bürger. Nee, ich spreche mit ihm. Das ist traurig. Die meisten aber sind fröhlich. Feiern an der Mauer. Dahinter patrouillieren Grenzsoldaten, die die Folgen der Grenzöffnung noch nicht ganz fassen können. Also Wiedervereinigung ist für uns kein Thema, würde ich sagen, also meine Meinung. Denn dazu gibt es zu krasse Unterschiede zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Die Mauer ist offen, die Zukunft auch. Die Menschen in Ostdeutschland nehmen nun ihr Leben selbst in die Hand. In einem kurzen Jahr der Anarchie. Jahre hält sich in Ostdeutschland eine sozialistische Diktatur. Im Herbst 89 fällt sie in sich zusammen. Die DDR gibt auf. Nicht träumen sollt ihr euer Leben. Erleben sollt ihr, was ihr träumt. Steht auf einem Neubaublock. Viele träumten hier so lange vom Westen, dass sie ihn endlich erleben wollen. Mehr als 300.000 DDR-Bürger verlassen nach dem Mauerfall ihr Land. Die junge Generation, die so in den 60ern, von den 60ern angeborenen, sind im Grunde im Kopf im Westen aufgewachsen. Ja. Man nennt sie die entgrenzte Generation. Die haben Westmusik gehört, die hatten, wenn irgendwie möglich, Jeans aus dem Westen an. Ihre Referenz war schon der Westen. Die lebten schon im Westen, ihr Körper war nur noch im Osten. Das heißt, für die war es relativ ausgemacht, zumindest zu probieren, im Westen zu sein. Also meine Kinder haben mir das unmissverständlich gesagt. Mit 18 wären wir in den Westen gegangen. Ja. Berlin, Parteitag der SED. Wenige Wochen nach Mauerfall. Die einstige Staatspartei liegt am Boden. Viele Genossen dieses Ministeriums stets pflichtbewusst und ehrlich die ihnen erteilten Aufträge, die sie sich nicht aussuchen konnten, erfüllt haben. Wir wenden uns deshalb entschieden gegen pauschale Abqualifizierung. Der neue Matador, ein Anwalt namens Gregor Gysi, will vom Sozialismus noch etwas retten. Klagt gar über ungerechte Behandlung seiner Kader. Doch die allermeisten DDR-Bürger sind mit der Sozialistischen Einheitspartei, die Jahrzehnte ihr Leben bis ins Kleinste kontrollierte, gründlich fertig. Also die Partei, möchte man sagen, die hat keine Zukunft mehr. Deshalb soll sie sich auflösen. Was die Genossen selbst betrifft, bin ich nicht mehr sonderlich interessiert, muss ich sagen. Für mich ist das hier erledigt. Ich habe was anderes vor. Danke. In dem Moment, wo der Staats- und Parteiapparat zusammenbrach wie ein Kartenhaus, brach das alles raus. Jeder konnte plötzlich aus sich heraus sein Potenzial entwickeln, kreativ sein, kritisch sein, was Unternehmen auf eigene Faust nicht mehr nach Genehmigungen fragen. Das war die ganz große Befreiung. Und plötzlich geraten die Dinge irgendwie in Bewegung. Natürlich nicht von alleine, sondern auch durch die Selbstermächtigung von Menschen, die sich plötzlich auch als Subjekte, als politische Subjekte, als Handelnde der Geschichte entdecken. Im berüchtigten Gefängnis von Bautzen leben sie noch Wochen nach dem Mauerfall so, als wäre gar nichts passiert. Rund die Hälfte der Gefangenen sitzt wegen versuchter Republikflucht, was nun gar keinen Sinn mehr ergibt. Wer aus der DDR weg wollte, galt dem Staat als Verbrecher. Ziel der Haft? Brechen jeglichen Widerstandes. Ja, ist ja schon ein Wort, ist ja schon Widerstand. Ist ja schon, also das, die genaue Festlegung, was Widerstand ist. Hier wird ja schon eine gegenteilige Meinung als Widerstand behandelt. Und dann geht das da los mit Einkunftsreduzierung, Arrest und so weiter. Auch hier läuft die Revolution. Allerdings erst Anfang Dezember. Wir rufen zum Generalstreik auf. Forderung: Generalamnestie. Lasst euch von den SV-Angehörigen nicht provozieren oder einschüchtern.
Wende bitte keine Gewalt an, denn dann ist alles umsonst. Sollte man unsere Forderung nicht akzeptieren, dann treten wir in Hungerstreik. Abschließend verlangen wir die sofortige Abänderung aller Paragraphen und Gesetze des Strafgesetzbuches, die die Würde des Menschen in Frage stellen. Noch stellt sich die DDR-Staatsgewalt stur. Dabei war so ein Hungerstreik, jetzt mal die Innenwelt des Gefängnisses gesehen, etwas unglaublich Mutiges. Sonst wäre das ja auch früher schon passiert. Also das muss schon eine unglaubliche Anstrengung gewesen sein, die sehr, sehr viel Entschlusskraft und Mut auch erforderte. Diese Forderung, die er gerade brachte, sofort Amnestie, das geht doch nicht. Das ist gar nicht machbar. Also muss weiter gearbeitet werden. Ihre Forderungen werde ich dementsprechend an die Zentrale weitergeben. Doch das Gefängnisregime kippt nun rasch. Am 6. Dezember werden alle politischen Gefangenen entlassen. Eher gespenstisch als allmächtig wirkt auf einmal auch das Redaktionsgebäude Neues Deutschland. Als Zeitung das Zentralorgan der DDR-Regierungspartei SED. Hier wurde dem Volk die Meinung täglich in Worthülsen vorgegeben. Wurde bestimmt, was gesagt werden durfte und was nicht. In einem Land, in dem nicht offen gesprochen werden konnte, ringt nun der politische Kommentator erstmal um Worte für die neue Wirklichkeit. Und er tut sich leid. Wir standen unter den Zwängen einer Medien, einer Informations- und Medienpolitik, die uns, so kann man doch wohl sagen, ja, mehr oder minder stark aufgezwungen wurde. Ja, und im Ergebnis dieser uns oktroyierten Medienpolitik war es eben nicht möglich, ja, die Lebensnähe so in das Blatt zu bringen, wie wir uns das selbst gewünscht hätten. Ja. Die Sprachlosigkeit von diesem Funktionär des neuen Deutschlands ist typisch für die Sprachlosigkeit einer ganzen Elite der DDR, die ja nie wirklich mit dem Volk geredet hat. Das ist das, was in den Jahren vor dem Ende der DDR immer wieder in den Oppositionsgruppen oder von der Kirche angesprochen wurde. Redet doch mal mit uns, diskutiert doch mal mit uns, kommt doch mal zu einem Podium, zu einer Veranstaltung. Es ist ja nie einer gekommen vom Staat, von der SED und hat sich da hingesetzt und hat mit den Oppositionellen geredet. Journalisten haben ja nicht wie Journalisten gearbeitet, sondern das waren letztendlich Verlautbarungsagenturen für das, was die Partei meint. Und da hat sich nicht eine innere Leidenschaft für die Idee des Sozialismus oder für den DDR-Staat damit verbunden. Doch nun bricht alles auf. Die Symbole, die starre Sprache, die lähmende Kontrolle des Alltags. Eine Stimmung von Anarchie und Aufbruch. Bislang unvorstellbar. Bürgerrechtler melden sich beim allmächtigen Geheimdienst der Staatssicherheit. Ja, wir möchten uns anmelden. Ja, Sie müssen sich hier die 100 Meter von rechts den Personaleingang rein. Wir finden anmelden zur Übernahme. Das ist die Bürgerinitiative Dresden, stellt sich vor zur Besetzung als einer der Vertreter von Bezirken, zur Besetzung dieses Ministeriums der Staatssicherheit. Eine Revolution mit fast preußischer Ordnung, typisch deutsch. Und sehr effektiv. Wir möchten gerne erstmal einen kompetenten Mann hier vorne und dann einen Arbeitsraum für die Klärung der Auflösung dieses Ministeriums. Können Sie uns bitte mal in die Reihe kriegen? Die brauchten wirklich sehr viel Mut. Wer hätte garantieren können, dass da nicht einer von diesen Männern, die immer noch bewaffnet waren, auch die Nerven verliert und zur Pistole greift? Also ich habe allergrößte Hochachtung vor den Leuten, zum großen Teil auch Frauen, die einfach in so eine Kreisdienststelle reinspaziert sind und gesagt haben, so, wir übernehmen jetzt hier das Kommando. Das war wirklich sehr mutig. Der Mut der wenigen wird rasch zur Wut der vielen. Sturm auf die Stasi-Zentrale in Berlin. Für viele eine unglaubliche Selbstbefreiung. Wir waren hier noch, also ich war das letzte Mal im Juni hier drin, aber als in Haft, ne? Ja. Wann wart ihr das letzte Mal hier drin? Also
Das erste Mal hier, ich glaube 1976 in Haft gewesen und das letzte Mal im Juni. Die hier den verhassten Geheimdienst stürmen, kommen aus allen Teilen der Gesellschaft, auch von ganz rechts. Skins und Neonazis. Die durfte es eigentlich nicht geben in der offiziell antifaschistischen DDR, die stets die sozialistische Völkerfreundschaft betonte. Doch jetzt holen Rechte ihre Kriegsflagge raus, lassen ihrem Hass freien Lauf. Ausländer ist für mich der letzte Dreck, den es gibt. Erstens gehören sie nicht unserer Rasse an. Also, wie sagt man so schön, sind nicht deutsch. Nee, die benehmen sich bei uns wie Schwein. Also, absolut. Als Frau, also als Mädchen, besser gesagt, traut man sich abends schon gar nicht mehr auf die Straße zu gehen, ohne dass man da in irgendwelchen Ausländern angequatscht wird oder eben belästigt wird. Das fängt ja schon in der Straßenbahn an. Die Rechtsradikalen waren Kinder der DDR, die schon zu DDR-Zeiten neonazistische Gesinnung hatten, weil sie Antisozialisten waren. Sie hatten den Sozialismus satt und sie waren rechts. Das Nationale war ja im Prinzip das Ticket, mit dem man Eintritt in die Bundesrepublik bekam. Und daraus haben viele Ostdeutsche dann auch bestimmte Privilegienvorrechte abgeleitet, die sie dann auch über lange Zeit hochgehalten haben und zum Teil heute noch hochhalten. Weil sie eben sagen, wenn jetzt andere kommen, die haben jetzt erstmal kein Recht an unseren Ressourcen oder unserem Sozialstaat so teilzuhaben. Und das ist sozusagen etwas, was in der DDR schon angelegt war und was sich im Prozess denn der Wiedervereinigung noch mal etwas verstärkt hat. Die Staatssicherheit wittert eine Chance. Ein Vorschlag erreicht den im Dezember gebildeten runden Tisch der DDR-Opposition. Die Stasi möchte sich, wie im Westen, Verfassungsschutz nennen und dem Kampf gegen rechts widmen. Das kommt bei den gerade noch von ihr verfolgten Bürgerrechtlern gar nicht gut an. Hier am runden Tisch wollen sie endlich andere Wege gehen. Wir gehen davon aus, dass Auseinandersetzungen mit Rechtsradikalen an der Basis vor allem geführt werden muss. Vor allem nach 40 Jahren DDR, in denen es einen verordneten Antifaschismus bisher gegeben hat, aber keine wahre Auseinandersetzung mit rechtsradikalen Tendenzen, fordern wir, dass diese Auseinandersetzung endlich stattfindet. Dieses Jahr war ein Laboratorium in Sachen Demokratie. Überall sind die Menschen losgezogen und haben versucht, demokratisch zu leben und zu handeln. Die Menschen in der DDR in diesem ersten Jahr haben an den Institutionen vorbei versucht, demokratisch zu handeln, weil sie denen misstraut haben und bis heute eigentlich auch noch misstrauen. Demokratie an den Institutionen vorbei, statt mit ihnen zusammen. Das ist, da klafft eine Lücke zwischen westlichem und östlichem Demokratieverständnis, über die wir überhaupt noch kaum reden, aber reden müssen, um sie zusammenzubringen. Hier sitzen eine ganze Menge Leute bei uns. Wir zeigen mal, was hier so los ist. Die gucken alle zu, wie wir hier arbeiten. Und hinten wird versucht, schnell eine Kassette reinzumehren, damit wir die nächste Sendung anmachen können. Demokratie als Graswurzelprojekt. In Leipzig gründen Bürger, ohne lange zu fragen, ihren eigenen Fernsehsender, den Kanal X. Genervt von jahrzehntelanger Propaganda des DDR-Fernsehens, nehmen sie eine Videokamera, ein Bandgerät, ein improvisiertes Studio und laden zum Mitmachen ein. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr noch einen ganz kleinen Schluck Sekt abbekommen. Wir heben euch noch ein Stückchen auf, kommt rüber, dann auf Göringstraße oder ruft an, der kommt bloß durch. Demokratie zum Mitmachen. So auch in Dresden-Neustadt. Hier träumen sie sich im 41. Jahr der DDR die bunte Republik Neustadt. Die Häuser sollen denen gehören, die darin wohnen und arbeiten. Grund und Boden unverkäuflich sein. Hier wird ein neuer Sozialismus erträumt. Als ziemlich anarchischer Antikapitalismus. Muss jeder das machen, was ihm Spaß macht. Und wem es hier nicht Spaß macht, der braucht nicht herkommen. Ich meine, wir gehen auch nicht dorthin, wo es uns nicht Spaß macht. Wir verdrängen niemanden. Und naja, ich finde es einfach toll. Ne?
Die DDR-Bürger wollten ein selbstbestimmtes Leben führen. Sie wollten mündige Bürger sein. Sie wollten selber ihr Schicksal in die Hände nehmen. Das haben sie auch versucht in diesem wilden Jahr der Anarchie 1990. Die haben unglaubliche Initiativen ergriffen. Die einen haben Fernsehsender versucht zu gründen. Die anderen haben Verlage gegründet. Die haben Zeitungen gegründet. Die haben kleine Geschäfte gegründet aller Art, ohne großartig Genehmigungen einzuholen. Die haben Häuser besetzt. Also es gab da alles. Ich kann das nachvollziehen, dass Leute immer noch glänzende Augen bekommen, wenn sie daran denken, wie ungebremst sie damals ihre Ideen umsetzen konnten, ihre Schule umgekrempelt haben, eine Zeitung gegründet haben und ausgekauft oder was auch immer. Aber das liegt in der Natur der Sache, dass das immer nur sehr kurze Phasen sind. Für die einen begeisternd, für andere eine Überforderung. Aber es macht Spaß, durchzulaufen, ja? Ja. Ich finde es auch teilweise bedrückend. Ja. Warum? Die Leute negieren doch alles. Solange sie machen können, was sie wollen, dann interessiert sie nichts. Hier ist doch eine gesetzlose Zone. Jeder macht, was er richtig hält. Doch sogar die Ordnungsmacht geht den neuen Weg erstmal mit. Ich habe erstmal nichts dagegen. Mich freut, dass also die Offenheit und Herzlichkeit unter den Leuten ein bisschen, also ein anderes Ausmaß hat, möchte ich sagen, als wie bisher. Ungezwungen vor allen Dingen, die ganze Atmosphäre. Allerdings nur den Gesichtspunkt, wenn keine Störungen ausgehen. Ja. Eine kurze Phase der Anarchie. Nicht träumen sollt ihr euer Leben, erleben sollt ihr, was ihr träumt. Hier scheint es für einige wahr zu werden mit dem Träumen. Das alte System ist abgeräumt. Es entsteht Neues und Eigenes. Ein Alltag ohne ständige Kontrolle von oben, aber mit der gewohnten Herzlichkeit, Hilfsbereitschaft und nun auch Offenheit. Kann dieser Traum andauern? Buntes Nebeneinander, was in der Republik Neustadt ein lustiges Experiment ist, kann in der Realität anstrengend werden. Ich denke, dass viele Menschen in Ostdeutschland überhaupt nie die Gelegenheit hatten, wirklich mal sozusagen systematisch zu lernen, was ist eigentlich die Essenz von Demokratie. Also so dieses Gefühl, Diktatur war doof und Demokratie heißt jetzt, dass jetzt die Sachen alle besser wurden und zwar so, wie ich sie mir vorstelle. Demokratie ist eine gute Sache, wenn jetzt das passiert, was ich mir wünsche. Und wenn das denn nicht passiert, wird Demokratie sozusagen gleich wieder als negativ erlebt. Dass Demokratie vor allen Dingen ein Aushandlungsprozess ist, einer, in dem man sich um Mehrheiten kümmern muss, wo bestimmte Regeln einzuhalten sind, damit gibt es keine Erfahrung und es gab auch keine Institution, die wirklich systematisch versucht hätte, Menschen damit vertraut zu machen. Hier bin ich geboren, wo die Kühe mager sind wie das Glück. Hier habe ich meine Liebe verloren und hier kriege ich sie wieder zurück. Abertausende wandern in die Bundesrepublik den Westen aus. Doch manche kehren schon im Herbst 89 wieder in die DDR zurück, wollen wieder eingebürgert werden. Im DDR-Auffanglager für Rückkehrer aus dem Westen wirken sie heimatlos, verunsichert, ängstlich. Auf der Suche nach Halt, aber ohne Ziel zwischen den Welten von Ost und West. Wie Ihnen gerade einfällt, immer hin und her hopsen. Dazu ist es doch eine Dienststelle. Wie festgenommen bin. Wer hat Sie denn festgenommen? Wir haben Sie doch ganz normal hier aufgenommen. Geht keiner an Ihre persönliche Freiheit jetzt ran. Man darf sich aber nicht frei bewegen, man darf nicht raus. Das haben Sie in Ordnung. Ich fahre wieder nach dem Westen. Ich will hier nicht bleiben. Keinen Moment, ich bringe das. Die DDR, ein Land auf Abruf. Das wird auch bei DDR-Produkten deutlich. Was der Osten herstellt, wird immer mehr vom Kunden verschmäht. Vom eigenen Trabi träumten viele Jahre lang vergeblich. Diesen Traum erfüllen sich nun nur noch ganz wenige. Es haben mich viele Kollegen gewarnt. Ich soll doch das Auto nicht kaufen, es hat sowieso keinen Wert mehr. Aber ich habe mich doch nicht abhalten lassen. Ich habe den gekauft. Ich bin momentan zufrieden.
Mercedes ist natürlich was anderes. Aber wir sind ja zurzeit noch in der DDR und da sind wir mit dem Trabant zufrieden. Im volkseigenen Betrieb Sachsenring kommen sie wie gewohnt und ganz diszipliniert zur Arbeit. Und wissen dabei, dass es damit bald vorbei sein wird. Wir haben gehört, nur 14 Tage, dann ja. Wird das Werk hier geschlossen. Nee. Doch. Ja, ja, also. Weil das Ding keinen Abnehmer mehr findet. Was die Jüngeren sagen, die haben schon ein bisschen Bammel, dass irgendwie einige Arbeitslose gibt. Aber ne, das muss man eben mit ihnen kaufen. Er macht schon mal, vielleicht wird es dann später doch besser. Gegen Westautos hat die Rennpappe keine Chance. Für den Preis von 12.919 Ostmark und 16 Pfennige gibt es jetzt locker einen gebrauchten BMW. 12.000 Werktätige arbeiten auf den 3-millionsten Trabi hin. Das Museumsfahrzeug, das sie kaum weiterentwickeln durften. Es fährt nun vom Regen in die Traufe. Also man war auch Totengräber im eigenen System. Niemand hat mehr DDR-Waren gekauft. Die DDR-Produkte wurden unverkäuflich im eigenen Land, von den eigenen Leuten nicht mehr geliebt. Alle haben Westprodukte gekauft. Und hinzu kam, dass die RGW-Staaten nicht mehr diese Abnahmen hatten. Und dass die Leute noch weiter zum Betrieb gingen und dort arbeiteten, wie sie es gewohnt waren. Ja, also das ist natürlich diese Arbeitsgesellschaft gewesen, wo man einfach nur zur Arbeit ging, aber sich keine Gedanken darüber machen musste, wie man eigentlich das Zeug noch los wird. Begehrtes von gestern wird nun zum Ladenhüter. Bei Bero Café in Berlin-Köpenick hatte der beliebte Bohnenkaffee nie Absatzprobleme. Ein Pfund Mona, Rondo, Costa oder Wiener Melange durfte in der DDR stolze 35 Ostmark das Pfund kosten. Und nun? Ob wir mit unseren Produkten weiter auf dem DDR-Markt oder international einsteigen können und uns hier behaupten können. Das ist eben eine Frage, die der Preis regelt. Ich meine, unser Kaffee ist sehr teuer. Und wenn Anbieter da sind, die Bilder produzieren können, dann wird sich das von alleine erledigen. Ne? Von rund 200 Mitarbeitern arbeiten bei Bero Kaffee gerade 20 in der eigentlichen Produktion, der Abfüllung und Logistik. Viel zu viele sind wenig effizient eingesetzt, weiß der Betriebsleiter. Sie entlassen zu müssen, scheint ihm dennoch fast unaussprechlich. Die langjährigen und guten Mitarbeiter werde ich natürlich versuchen zu behalten. Und wir haben leider auch noch einige Arbeitskräfte, die das mit der Arbeitsdisziplin nicht so genau nehmen. Und diese werden dann selbstverständlich zuerst sich einen neuen Arbeitsplatz suchen müssen, sagen wir mal so. Sozialistische Planwirtschaft. Das heißt, jeder produziert, was er kann und tauscht es mit den anderen. Beispiel: praktische Büstenhalter für den großen Bruderstaat. Für die SU ganz speziell für die Sowjetunion, die also sehr funktionelle Modelle gekauft haben. Sehr funktionell. Obwohl das auch teilweise auch schöne Artikel dabei waren, muss ich dazu sagen, aber alles nur funktionell. Wenig modisch, muss man dazu sagen. Wenig modisch, mehr praktisch langlebig. Was produziert wird, bestimmen weniger die Kunden als die Plankommission und der große Bruder. Für Pfirsichhaut Mieder Made in German Democratic Republic gibt es so auch mal Öl statt Geld. Also die liefern meinetwegen Erdöl und in den Krieg dafür Büstenhalter. Und das wird dann verrechnet. Und wie ich zu meinem Geld komme, ist mir erst mal egal. Zurzeit fließt ja das Geld. Und zumindest einen Teil meiner Aufwendung bekomme ich. Ein paar Reserven haben wir auch. Irgendwann muss ja nicht mehr die Entscheidung fallen, gibt es Subventionen oder nicht. Also die erste Maßnahme, wenn es keine mehr gibt, ist, dass ich die Verträge storniere. Ohne sozialistische Tauschgeschäfte, ohne Subventionen stockt die DDR-Wirtschaft. Ja, man hatte über Jahrzehnte eine eingeübte Wirtschaftsbeziehung. Da fühlten sich die Ostdeutschen immer als
ja, als Standard, als Qualitätsführer. Aber plötzlich brach das alles zusammen. Das ganze östliche Gebilde brach ja zusammen. Das heißt, man hatte keine Handelspartner mehr. Man musste auf dem Weltmarkt von heute auf morgen reüssieren. Und das konnte man einfach nicht. Dass die DDR ihre Substanz verzehrt hat, ahnen viele. Dass ihre Bürger bei der Sanierung vielleicht gar nicht alle gebraucht werden, scheint wenigen vorstellbar. Kommt ein unheimlicher Wirtschaftsaufschwung und dann und da kann die Arbeitslosigkeit einfach nicht kommen, weil es gibt ja viel zu tun, sagen die Leute. Ja? Und sehen natürlich nicht, und jeder sehen natürlich nicht, dass sie vielleicht betroffen werden können von bestimmten Folgen, die dann eben natürlich da sein werden, wenn hier das Kapital voll angreift. Und dem sind wir, glaube ich, auch psychisch, physisch und auch von der Ausbildung her nicht gewappnet. Aber die glauben immer, wer will, der kann auch und der hat auch die Chance. Und ich bin es sowieso nicht. Das ist immer mein Nebenmann, weil der kommt nicht aus dem Arsch. Aber ich komme ja aus dem Arsch. Ja, und ich werde es packen. Statt des ersehnten Wirtschaftsaufschwungs aus eigener Kraft kommen nun erstmal die Wessis. Viele junge und fähige DDR-Bürger verlassen das Land. Die da bleiben, halten den Betrieb irgendwie am Laufen. Und erleben, dass immer mehr Wessis einschweben und nach Verwertbarem schauen. Halle an der Saale ruht wie eine Diva in Grau hinter Kohlenstaub und Ruß versunken, als ob sie wartete, dass man sie wach küsste. Wo sich das lohnt, dafür haben manche Wessis einen geübten Blick. Ob in Halle, Leipzig, Dresden oder anderswo. Ich sehe gerade das erste so in dieser Form, weil es natürlich ganz interessant ist. Ich kenne zwar die Details nicht und die Geschichte nicht, das ist klar, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man daraus eine tolle Sache machen kann. Ja, Räume sind ja da, wie man hier drüben sieht. Ja, man braucht jetzt eigentlich nur einen Bauunternehmer, den man hier beauftragen kann, den Raum so herzurichten, und einen Innenarchitekten, der einem das so herrichtet, wie wir das brauchen. Das müsste es ja eigentlich bald mal geben, der DDR. Werden Häuser nun verschachert? Folgt auf Westkoka das Ostkoma? Die Angst vor Armut und Ausverkauf durch Wessis greift rasch um sich. Die neue verstörende Frage der Ostdeutschen ist: Wem gehört denn jetzt unser Land? Wir werden täglich, fast täglich bestürmt von besorgten Bürgern, die Beobachtungen mitteilen, dass große Westautos vor ihren Grundstücken oder vor den Mietgrundstücken vorfahren und teilweise sogar schon Vermessungsarbeiten durchgeführt werden und auch mit Videokameras die Häuser gefilmt werden. Es geht nach Jahrzehnten der Stagnation für viele Ostdeutsche jetzt alles sehr schnell. Häuser, die restaurationsfähig sind, würde mancher gerne nutzen. Doch das entscheidet jetzt fast überall die Westmark. Und die kommt nun mal aus dem Westen. Naja, es gehen Gerüchte rum, dass hier Aldi interessant sein wird oder Kempinski. Aber wie gesagt, das sind Gerüchte. Und wir wollen aber gern, dass für unsere Studenten von der Holztechnik hier dieses Objekt als Studentenwohnheim genutzt wird. Daraus wird nichts. Die Entscheidungen treffen nun andere. Die Aussichten für die Nutzung vieler alter Gebäude sind für Ostdeutsche nicht unbedingt rosig. In der sowjetischen Besatzungszone waren Eigentumsverhältnisse nach dem Krieg nicht so wichtig. Jetzt aber werden die Liegenschafts- und Grundbuchämter der DDR plötzlich zu begehrten Anlaufstellen. Oft wurden Häuser auf Grundstücken gebaut, die vor 1945 Eigentümern im Westen gehörten. Viele DDR-Bürger sind nun verunsichert, haben Angst, womöglich nicht nur arbeits-, sondern auch noch wohnungslos zu werden. Ich
Also ich habe gefragt, wer im Grundbuch eingetragen ist. Und sie haben mir gesagt, dass wir als Eigentümer eingetragen sind, aber nur fürs Haus. Also der Grund und Boden ist trotzdem im Westbesitz noch. Aber wir müssen sehen, wie die Gesetze sich, wie sich das alles entwickelt. Und wir sollen keine Angst haben, hat sie mir gesagt. Dann hoffe ich ja, dass das irgendwie eben gut geregelt wird, ja. Dass wir das Haus nicht verlieren. Weil wir sind doch gern. Vom Eigentümer kaufen. Ja, natürlich kann man das vom Eigentümer kaufen. Wenn Eigentümer, wenn ihr im Westen ist, dann müssen Sie sich mit dem in Verbindung setzen. Wir wollen uns mit dem nicht in Verbindung setzen. Doch. Der war schon bei uns. Aber mit so einer Impertinenz, ja, das braucht man ja nicht. Man kann ja trotzdem sachlich und ruhig dabei bleiben. Denn wir tun doch auch nichts dafür, dass wir vom Staat dieses Nutzungsrecht bekommen, um ein Haus drauf zu bauen. Da können Sie uns doch keine Vorwürfe für machen. Ja. Mit welchem Recht denn auch? Sie können doch nicht einfach kommen und das Grundstück... Das sind stalinistische Methoden. Wieso sind das stalinistische Methoden? Eigentum ist Eigentum. Und wenn Sie es nicht erworben haben, dann ist es nicht Ihr Eigentum. Dieses Erlebnis zu haben, dass einem der Teppich unter den Füßen weggezogen wird an den Grundfesten, Arbeit und Wohnen. Man hat ja auch nicht mal das für ein paar Jahre ausgesetzt, diese Rückgabe von Eigentum. Da wurde auf allen Ebenen des Existenziellen Angst und Ängste entwickelt, die vorher nicht da waren, die man auch so, mit denen man nicht gerechnet hatte. Das Problem war damals, dass es keine gesetzliche Regelung gegeben hätte, die sozusagen allen Interessen auch gerecht entgegenkommt. Das ging nicht nach diesen ungerechten Zeiten. Westbeamte auf Stippvisite in der DDR. Die Herren aus Hannover begutachten den Aufbau der thüringischen Finanzverwaltung. Es ist, wie gesagt, alles ein bisschen improvisiert. Dazu geht es nicht anders. Auch wichtig ist erstmal, dass wir arbeitsfähig sind, auch wenn das mir im Moment nicht so schön aussieht. Die Westbeamten wollen helfen, doch wirkt ihre Geste hilflos. Eine Schreibmaschine, die wir jetzt hier mitgebracht haben, damit die unter Umständen hier verwandt werden kann im Gebäude, weil ihr Material sehr knapp ist noch. Eine Reiseschreibmaschine. Das ist eine Reiseschreibmaschine, die hat unser Vorsteher noch zu Hause gehabt. Und die hat er jetzt hier zur Verfügung gestellt. Muss vielleicht noch mal ein bisschen sauber gemacht werden, aber funktionsfähig ist er auf jeden Fall. Gut, freuen wir uns sehr. Dankeschön. Also nach dem ersten glücklichen Schwindelgefühl kam der Realitätsschock. Und es gab große Unzufriedenheit, weil man ja praktisch gerade ein Obrigkeitssystem abgeschüttelt hatte. Und dann stand das nächste System, das bestimmen wollte und sollte, wie das Leben jetzt aussehen soll, vor der Tür. Westdeutsche Vorgesetzte, westdeutsche Unternehmer, westdeutsches politisches Spitzenpersonal, die haben eben alles übernommen. Und dieses emanzipative Moment des Jahres, über das wir reden, da haben wir nicht genügend von versucht zu verstärken. Nach der Wende im Herbst 1989 wird nicht nur DDR-Bürgern, sondern auch Funktionären im Westen klar, was die alte Staatsführung der DDR als Geheimnis erstaunlich gut hüten konnte. Das Land ist faktisch längst pleite. Seine Infrastruktur teils unrettbar runtergewirtschaftet. Da fast niemand mehr Ostprodukte kauft, steigt die bislang unbekannte Arbeitslosigkeit bald rapide. Statt ihre Freiheit auszuleben, stürzen immer mehr Menschen in existenzielle Sorgen. War uns schon irgendwie klar, dass die Einführung der Marktwirtschaft auch dort einen Einschnitt bedeutet, aber das ist einen selber trifft, da hat man natürlich nicht dran gedacht. Also in dieser Härte nicht. Was ist politische Freiheit wert, ohne Arbeit und ohne Geld? Mitten im Leben erfahren viele Ostdeutsche, die sich gerade erst mutig ihre Freiheit erkämpften, einen tiefen Bruch in ihrer Biografie. Ein Schock, der lange andauern wird. Das heißt im Klartext, in Ihrem konkreten Fall, dass das mit Ihnen am 3.11.1966 abgeschlossene Dienstverhältnis in den Organen des MDE mit Wirkung vom heutigen Tag auf der Grundlage der Anordnung des Nationalen Verteidigungsrates der DDR § 16 Absatz 1e in Verbindung mit der ersten Durchführungsbestimmung zur Dienstlaufbahnordnung § 43 Absatz 1, 2, 6
und 7 gekündigt wird. Ein Arbeitsplatz war in vielen Fällen mehr als ein Arbeitsplatz, weil viele soziale Kontakte, auch soziale Vergünstigungen, Dienstleistungen, Kinderbetreuung, dass Feriengestaltung aufs Engste mit dem Arbeitsplatz verknüpft war. Das ist im Westen nicht so üblich, da kennt man das kaum. Also mit dem Arbeitsplatz, den jemand verlor, fielen damit auch viele soziale Kontakte, soziale Sicherungen, Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder und so weiter, das war plötzlich alles weg. Also ein gutes Stück des Lebens, was sonst unter unseren Bedingungen jetzt privat organisiert wird, war tangiert durch den Verlust eines Arbeitsplatzes. Und dann tritt auf ihren letzten Metern noch ein Held in die DDR ein. Die D-Mark. Ein lang ersehnter Superstar mit Schattenseiten. Der ausgehende Winter 1990. Im Westen nichts Neues. Im Osten zu viel Neues. Der wirtschaftliche Zusammenbruch scheint bevorzustehen. Statt behutsam zu schauen, wo Ost und West zusammenwachsen könnten, kommt es zur Übernahme durch den Westen. Sofort und unverzüglich. Immer mehr Menschen verlassen die DDR. Und auch deren Bruderstaaten, allen voran die Sowjetunion, werden immer instabiler. Niemand weiß, wie lange sich die Reformer unter Michail Gorbatschow noch halten. Dieser Winter ist keine Zeit des Wartens. Die Münze der DDR. Das Vertrauen in die Ostmark, gefertigt aus Aluminium, und auch im Osten als Alu-Chips freundlich verspottet, schwindet rapide. Westpolitiker debattieren einen Umtauschkurs zur Westmark von 1:1 oder 1:2. Dafür aber auch die Freigabe aller Preise sowie das Ende von Subventionen und Planwirtschaft. Der Todesstoß für die DDR-Volkswirtschaft steht so bevor. Nur konkurrenz- und modernisierungsfähige Unternehmen sollen eine Chance bekommen. Und oft nicht mal die. Ein absolut politisches Dilemma. Also auch für die einsichtigen Politiker, die nach dem richtigen Weg gesucht haben. Die wussten eigentlich alle, diese zeitige Währungsunion ist verheerend für die ostdeutsche Wirtschaft. Andererseits gab es Massendemonstrationen, wo die Leute riefen, kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Die Leute verließen ja immer noch scharenweise das Land. Und es gab damals keine Lösung, die wirklich richtig gut gewesen wäre. Die Tatsache, dass es die Mauer nicht mehr gab, hat die Menschen, die Gesellschaften so unter Zeitdruck gebracht, dass sie eben nicht mehr die Möglichkeit hatten, Kompromisse zu schließen. Denn das ist das, was man tut. Wenn zwei Partner zusammengehen, diskutieren sie so lang darüber, wie das Zusammenleben aussehen soll, bis Kompromisse gefunden sind. Dieses Jahr hat dazu nicht gereicht. In der Nacht zum 1. Juli 1990 wird die Einheit faktisch vollzogen. Noch gibt es die DDR. Aber die Westmark vereinigt sie praktisch mit der BRD zu einer Wirtschafts- und Sozialunion. Nun ist allen klar, Ost gehört zu Westdeutschland. Die DDR ist noch zu Lebzeiten Geschichte. In den nächsten Jahrzehnten werden 4 Billionen Westmark in den Osten fließen. Dafür übernimmt der Westen 7.894 volkseigene Betriebe, 40% aller Arbeitskräfte und die Hälfte der DDR-Grundfläche, um das meiste davon sehr schnell zu privatisieren. Die Gewinne der deutschen Einheit sind ganz überwiegend in private Kassen, also in die Kassen von Unternehmen geflossen, kann man so sagen, während die Lasten der deutschen Einheit vergesellschaftet wurden. Und das passt nicht so richtig zusammen, ja? Die DDR ist nun ein Staat auf Abruf. Ihr Palast der Republik kaum mehr als ein Staatsschauspiel. Was in der Revolution wenige Monate zuvor mutig erkämpft wurde, rinnt teils durch die Finger. Die Abgeordneten müssen viel Polittheater spielen in der frisch gewählten Volkskammer der DDR.
und mit einer halbwegs würdigen Beitrittsentscheidung ihren eigenen Abgang inszenieren. Vieles konnten wir überhaupt nicht ausführlich diskutieren. Also ich kann es manchmal nur in Anekdoten erzählen. Ja? Wir haben ja dann wirklich kiloweise Gesetze verabschiedet, um die Einheit vorzubereiten. Und ich hatte von einem Tag auf den anderen eine Rede vorzubereiten, in der ich das bürgerliche Gesetzbuch kommentiere. Nie in der Hand gehabt. Ne? Also ich fand das schon irgendwie entwürdigend, dass ich ein Gesetz jetzt beurteilen und darüber entscheiden soll, bei dem ich gar nicht die Gelegenheit habe, das in der Tiefe kennenzulernen und beurteilen zu können. Das fand ich irgendwie würdelos. Diese Leute wollten in diesen Monaten wirklich was erreichen. Das Problem dabei war, dass sie auch gespürt haben, welches Korsett ihnen angelegt wurde. Sie hatten im europäischen, im globalen und im nationalen Rahmen im Grunde überhaupt gar keine Entscheidungsmacht mehr. Also kaum noch einer. Denen spürte man die Lust an, etwas zu erreichen. Aber die Umstände, die Kontexte haben das nicht zugelassen. Längst ist das neue marktwirtschaftliche Deutschland Realität. So zu tun, als ob man diese Entscheidung erst noch zu treffen hätte, führt die erstmals frei gewählten Volksvertreter der DDR unfreiwillig unschön vor. Erinnern wir uns, bereits wenige Monate nach der Währungsreform. Das wenig Würdige dieser Dramaturgie stößt vielen auf. Der Chef der ersten und letzten frei gewählten DDR-Regierung versteckt sich geradezu hinter seiner Sprecherin, Angela Merkel. Herr Demesier, wie lange wird es schon die DDR noch geben? Gehen Sie mal bitte, machen Sie mal Kamera aus. Hey, ja, ich weiß, wovon ich spreche. Doch, sowieso nicht. Nicht für alle ist dieses Ende ein furioser Neubeginn. Es ist so, dass letzten Endes die DDR zur Insolvenzmasse geworden ist, die dann in den Schoß der Bundesrepublik hinein kollabiert. Und dann war eben klar, die Spielregeln sind definiert, ihr werdet eigentlich nicht mehr gebraucht und alles, was in der Bundesrepublik da ist, soll so bleiben, wie es ist. Ich glaube, dass viel von dem Ungemach, das heute noch immer zwischen Ost und West herrscht, zwischen den Bürgern in beiden ehemaligen deutschen Staaten, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass dieses Gefühl, so endlich haben wir die Obrigkeit in der DDR abgeschüttelt und jetzt können wir selber bestimmen, wie wir leben wollen, dass dieses Gefühl sehr bald zunichte ging. Meine Damen und Herren, treten zurück bis zur Straße. Treten zurück, dass pünktlich die Ablösung vollstatten gezogen werden kann. Treten zurück. Ein letzter Akt des Widerstands in der Nacht der Wiedervereinigung. DDR-Wachsoldaten treten mit dem preußischen Stechschritt ab, der ihnen von der Volkskammer gerade erst verboten worden war. Auch das im letzten kurzen Jahr der DDR. Ein Hauch von Anarchie. Nicht mal ein Jahr nach der friedlichen Revolution und dem Fall der Mauer am 9. November gibt es die DDR nicht mehr. Bei der Feier am 3. Oktober tritt Helmut Kohl, dessen Ära im Westen schon zu Ende schien, als strahlender Kanzler der Einheit auf. Von den friedlichen Revolutionären aus der DDR ist kaum noch etwas zu sehen.